Herr Merkert, Sie haben sich gerade lobend über unsere Sitzheizung geäußert. Dann frage ich natürlich, wie würde denn Mundl dieses Lob formulieren? Da sind Sie am falschen Dampfer. Nicht? Ich muss nachdenken, dann fällt mir was ein, weil ich arbeite gerade an einem wunderbaren Autor, den ich seit meiner Seminarzeit kennengelernt habe. Das war François Villon. Ah, der Größte. Ja, und Artmann hat da in seinen Anfang gesagt, Franz, bin ich ein Franzos, das geht mir bitter an. Bin in Paris geboren, ich hab einen Träg davon. Jetzt hänge ich in der Luft am Goling dran und merke im Knack, wie schwerer Arsch sein kann. Insofern warm. Also wunderbar, jetzt sind wir auf hohem literarischen Niveau unmittelbar zum Stichwort gelangt. Was kann man mehr verlangen? Herr Merkert, wir haben gerade gesagt, zum Wohl übrigens, bitte schön, sehr zum Wohl. Wir haben gerade gesagt, das sind so, nein, ich trinke nichts im Dienst. Nein, sprechen Sie noch weiter. Also, das wäre nämlich ausfallend oder irgendwas, wenn ich was trinke im Dienst, bin ich völlig enthemmt. Da muss man furchtbar sein. Soll ich mich auch enthemmen? Na, wie es wollen, bitte, umso besser, umso besser. Da geht's zu in der Sendung, mein Lieber. Unbeschreiblich, da kann für nichts garantieren. Ein Schluck und hier ist die Hölle und die Anarchie los, die ja schon jetzt so subkutan obwaltet, wie man so sagt. Sie verzeihen, dass ich Sie mit dieser Figur quäle, möglicherweise. Aber diese Figur ist großartig. Schlicht und einfach großartig. Ja. Das war ein solcher Quantensprung im Fernsehen. Ich bin selber völlig elektrisiert als Bub da vor dem Fernseher gesessen. So etwas habe ich noch nicht erlebt gehabt. Naja, viele nicht. Ich verstehe das eigentlich nicht, dass 10-jährige Buben, so wie Sie waren, heute auf mich zukommen und sagen, Servus Mundi! Da stehe ich auch da. Einer stand einmal beim Fußball. Ich habe das Stadion eröffnet bei der Westbahn. Wo heißt denn das? Das Hanapi. Das Hanapi. Ja, nicht. Und da habe ich angestoßen. Den Bildungsfehler. Ja, habe ich anstoßen müssen als sogenannter Mundl, nicht damals. Und dann ging das Spiel los. Und der Mann, der also das überhatte, hat mir gesagt, kommen Sie in die Loge, Sie dürfen da nicht draußen sitzen bleiben. Und das Spiel lief eine Zeit lang. Plötzlich schrien 20.000 oder 15.000, Mundl, komm einer, Krankel, geh aus, Mundl, komm einer. Und da sind wir dann abgehauen, meine Frau und ich. Gesagt, um Gottes Willen, wir können nicht bis zum Ende bleiben. Und da war das Tor geschlossen mit einem Gitter. Dahinter stand ein etwa 10-jähriger Bub. Der hat mich gesehen, der hat so gezittert. Mundi, du bist der größte Trinker. Unvergessen, das war. Das sind also meine Erinnerungen an diese eigentlich schöne Figur, die mich gefreut hat, die ich auch gerne gespielt habe. Aber dass sie so einen Anklang hatte, dass sie bis heute nicht verschwunden ist. Für mich ist das eine Vergangenheit und ich werde immer wieder da hineingezogen. Ich weiß oft gar nicht, was ich da wirklich gedreht habe und gespielt habe. Das waren 24 Folgen. Davon weiß ich sehr wenig. Obwohl Silvester schaue ich mir immer an. Ich lache über den da drinnen, mich krank, dass mir die Tränen kommen. Also das ist meine Beziehung. Um Gottes Willen, ein Anruf. Ein Fan. Wer ist das jetzt, ist die Frage. Nein, das will ich. Der Hinterberger aus dem Jenseits, der sagt, er möchte jetzt genannt werden. Meine werte Schwester, Hilda, ich kann jetzt nicht, ich sitze im Fernsehen, das kannst du später mal sehen. Auf Wiederhören, hat sofort abgelegt. Wunderbar, jetzt ist die Schwester sozusagen live. Sepp, Rotwein bitte. Felix. Rotwein bitte. Sag, sitzt wir du ab? Wir müssen anstoßen. Ja, wir stoßen sofort an. Ich sitze auf einem warmen See. Hast du an? Ja. Und du? Nein, ich habe keinen warmen Sessel. Ne? Meiner ist kalt, keine Sitzheizung. Aber es ist vielleicht sogar besser so. Darf warum, ich das sagen? Warum denn? Darf ich das sagen? Ich weiß, es ist ja eine seriöse Sendung. Überhaupt oder? Nicht, nein. Seriös. Bei Sitzheizungen können die Hoden darunter leiden. Jetzt sagst du mir das. Und die Fruchtbarkeit des Mannes kann auch darunter leiden. Nein. Ich gebe sofort mein Sitz. Komm her, nimm mein Vormann. Wenn man zu lange bei einer Autofahrt diese Sitzheizung hat, ist das gefährlich. Die Sendung ist abgebrochen. Es muss Prioritäten im Leben geben. Bitte. Danke. Ah, ja. Danke. So, da. Das ist wirklich auch etwas. Prost übrigens. Zum Wohl, Herr. Zum Wohl. Prost. Prost. Hier, Frau.
Das haben wir versäumt. Ja, jetzt trinken wir zum Wohl. Prost. Karl, Prost. Servus. Prost, Prost. Sag, du hast da vorhin geraucht. Mhm. Ich hab meine ausgeraucht. Magst du eine? Ja, wir wollen doch wie vorhin. Ja, große Erleichterung, danke. Merkst du, da herrscht die blanke Anarchie. Ich bin schon gespannt, was da alles noch möglich ist. Also, alles, du, alles? Probier's. Nein, noch nicht. Nein. Aber keine, bitte keine körperlichen Übergriffe, wenn es geht. Aber auch das haben wir aber noch nicht ausprobiert. Nein, ich habe mir gedacht, das zieht sich vielleicht wer aus, weil es so heiß ist. Entschuldigung.